Der ist ein ganz netter Grab. Hügeldomi hat die Quest, glaube ich, schon gemacht. Der Talisman von Hauptmann Rysari. Das eingravierte Symbol stellt eine grobe Scheiße. Ich wollte es gerne vorlesen, bevor der Kampf beginnt. So, jetzt gucke ich nochmal. Ich beende meinen Satz gerne. Toll, ich habe den gar nicht in der Tasche. Achso, ich muss ihn nochmal öffnen. Dann machen wir es halt nochmal. Das eingravierte Symbol stellt eine grobe Abbildung eines chimärischen Hausgottes dar. Die Gefallenen werden nicht angerührt. Der hier meckert schon, aber bei der beim anderen Teil der Quest hätten wir ihn jetzt kämpfen müssen. Ich hatte gerade einen Mega-Lag. Ich muss mal wieder dran denken, mein AOE mehr zu benutzen. Toll, jetzt sind hier gerade so viele Spieler unterwegs. Es war letztes Mal schon so krass, dass es wieder so voll war. Der heilige Dolch von Hauptmann Adrana. Dieser verzierte Dolch ist befleckt vom Blut seines Besitzers. Warum vom Blut seines Besitzers? Ah, hier sind die. Hier sind blau. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe eine Trophäe gefunden. Ektoplasmische Entlassung. Diese Auswahl gewöhnlichen Abfalls ist wenig nützlich, leuchtet aber sanft in ihrer Fiole und verströmt ein gespenstisches grünes Licht. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Der Trophäen sind immer cool, da hat man immer kleine Effekte. Manchmal bringen die sogar was. Wo ist denn das jetzt? Ach, hier. Scheiße! Es ist weg. Ich hab's verbraucht, glaube ich. Das weiß ich zu schätzen. Leuchte ich jetzt irgendwie rund? Nö, ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, dass ich das nicht tue. Was hat denn das jetzt gebracht? So ein Mist. Ich fühle mich betrogen. Darauf saufe ich erstmal ein. Guck, wir können ja eigentlich campen und die ganzen Viecher befreien. Ja. Jetzt können wir weitergehen. Ich fühle mich betrogen. Wie gesagt. Hier ist eine Rune. Ich muss gleich mal auf meinem Handy googeln. Ach, mein Handy liegt hinter mir. Scheiße, ich muss gleich mal aufstehen und dann auf meinem Handy googeln. Das lässt mir keine Ruhe. Ich will jetzt wissen, was ektoplasmische Entlassung. Nee, ich wollte nicht beten. Hör auf zu beten, bitte. Oh Gott, hier ist wieder Kram, der uns die Tasche zumacht. Schreibtücher auch immer gut durchsuchen. Da ist immer wichtiger Kram drin. Die Halskette von General Radrat rennen. Diese alte Halskette besteht aus Metallplatten, die grob miteinander verbogen wurden. Den Zaun der Unlebenden. Der Unlebenden ist ja auch schon mal formuliert. Da habe ich gerade eine Glyphe gefunden, die ich auseinanderbauen kann. Zu Runen. Beziehungsweise Runen, die man zu Glyphen bauen kann. So. Domi trödelt noch ein bisschen, aber egal. Ich muss die Ständer plündern. Bist du ein Ständerdieb? Ja. Verstehst du? Wollen wir sehen, ob wir diesen Geistern ewige Ruhe schenken können? Die kämpfen hier, aber ich lass sie mal. Obwohl, nee, ich lass sie nicht. Ich wollte nicht beten. X-U-Tal. Jetzt habe ich das Ritual schon vollendet, weil ich den General getötet habe. Naja, mach mal nochmal mit Domi. Glaube ich. Ja, mit der kann ich aber hier auch reden. Achso, scheiße, warst du nah dran. Egal. Reiner Regen erzeugt süße Flüsse. Eure Weisheit ist eure Stärke. Wir haben ja den Kommandanten ausgeschaltet. Ist es vollbracht? Ihre Anführer sind hinübergeglitten. Mögen sie Frieden finden. Der Rest bleibt fürs Erste zurück, wie Motten. Sie stellen keine Gefahr für die Lebenden dar. Aber sie werden bald ins Jenseits folgen. Ja. Rorlachs Kriegsaxt, das Heft dieser Axt wurde aus dem edelsten Holz Himmelsrands geschlagen. Ja, als ihr die habt Macht geopfert, um den Toten Frieden zu geben. Das war keine leichte Entscheidung. Eure Güte zeigt, dass es Hoffnung gibt. Ich denke, es ist jetzt an mir und meinen Gehilfen, uns erkenntlich zu zeigen. Ja, Macht gegen Frieden, weil wir hätten ja auch, wie gesagt, die Geister nutzen können, um Davons Macht beschützen zu lassen. Wäre vielleicht cool gewesen, aber sie haben ja jetzt zwei neue Helden und Davons Wacht ist auf ewig sicher, weil es ja jetzt unser Kartell. So, was meint ihr? Wir möchten diesem Schlachtfeld ein einzigartiges Geschenk darbieten. Ein Opfer,
das hier wieder Pflanzen und Bäume wachsen lässt. Auch ein ausgetrockneter Sumpf wird nach viel Regen wieder erblühen. Und wie wollt ihr das bewerkstelligen? Ich werde es zur rechten Zeit erklären. Zunächst möchte ich, dass ihr eine Quarmakammer östlich von hier aufsucht und dort nach einer Quarmakappe sucht. Ich muss mit meinen Schülern sprechen. Wir treffen uns dort. Wie hieß das Ding? Ja, ich werde dafür sorgen. Jetzt muss ich nochmal kurz im Chat gucken. Das hieß ektoplasmische Entlassung. Ja, was heißt denn Entlassung? Reza. Reza möchte ein Quarma-Ei haben. Ja, und zwar sollen wir jetzt hier in diese Quarma, in das Quarma-Nest gehen. Da ist eigentlich auch so ein Symbol. Jetzt haben wir natürlich eine Quest da. Das ist aber eigentlich nur eine Sehenswürdigkeit, weil es eine Quarma-Mine, da kann man halt Quarma töten und zum Beispiel Quarma-Eier farmen. Aber viel wichtiger dabei ist, dumm ich jetzt Jute. Ach, jetzt bin ich schon wieder am Beten, ich drücke mal aus, die 5 anstatt die 4. Viel wichtiger ist, hätten wir jetzt den bösen Weg genommen, dann hätten wir nie auf einen vernünftigen Weg in diese Höhle gemusst. Also um dieses Quarma-Ei für diese Quest zu holen. Wir wären da reingegangen, hätten die entdeckt, hätten uns gedacht, hey cool, und das war's. Also wirklich was Interessantes wäre da nie gewesen. Hm. So, was macht er hier, der Jäger? Achso, Moment. Ja. Ich dachte, das wäre so ein Mini-Event, weil es gibt hin und wieder mal so kleine Events, wo man zum Beispiel auch auf einen Händler trifft, dann kann man mit dem handeln, man kann ihn aber auch ausräumen. Rauben, ihr wisst schon. Ne, wir müssen da lang. Oh, hier ist Pilze. Meinst du, was passiert, wenn ich am Glückling lecke? Dann wirst du zum Glückler. Oh Gott, okay, dann lasse ich das mal. Moment, hier ist die Aschländerin, ne? Ja, Schuldraschi. Verdammte Echse! Die hat übrigens die Stimme von Carrie aus King of Queens. Ich erinnere mich daran, dass ich hier tagelang gejagt habe und keiner Seele begegnet bin. Der Krieg brach aus und alle verschanzten sich hinter Mauern oder blieben auf den Straßen. Diese Tage sind vorbei. Jetzt war mein Headset kurz weg, ich muss kurz mal... was macht ihr hier draußen? Wie ich schon sagte, ich war jagen. Aber jetzt, da der Vulkan ausgebrochen ist, gehe ich nach Deshan. Ich möchte nicht gekocht werden. Ich bin hier weg, sobald mein Sevit von einem Gefährten hier auftaucht. Ihr seid nicht zufällig auf einen Argonia mit dem Namen Steht im stillen Wasser gestoßen, oder? Nein, bin ich nicht. Er ist ein guter Freund, aber er hält nie die Klappe. An ihm ist wirklich gar nichts still. Er sollte mich eigentlich hier treffen, aber ich warte schon viel zu lange. Wenn ihr in das Gebiet nördlich des Aschbergs kommt, könntet ihr dann ein Auge nach ihm offen halten? Er sollte dort irgendwo sein Lager aufgeschlagen haben. Nicht Entladung, ich muss hier, ich google hier gerade noch. Falls ich ihn finde, werde ich ihm sagen, dass er nach ihm sucht. Hab Dank. Nicht viele sind heutzutage bereit zu helfen, besonders einer staubigen Aschländerin wie mir. Wir wollten uns auf Davenas Hof nahe Kragenmoor erholen, bevor wir das Tor von Deshan durchschreiten. Er sollte das wissen. Da war mein Headset wieder weg. Ihr seid eine Aschländerin? Das ist richtig. Aber die Wahrheit ist, ich habe keinen Clan. Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt mit der Jagd und dem Handel. Steht im stillen Wasser und ich versuchen in der Wildnis und fernab zu bleiben. Was ist mit eurem Clan geschehen? Sie sind alle gesund und munter. Aber das ist eine längere Geschichte und dafür habe ich keine Zeit. Steht im stillen Wasser ist selbst ein wenig ein Außenseiter. Er war Sklave und ist dem Haus Drees entkommen, kurz bevor der Pakt unterzeichnet wurde. Ich denke, deshalb sind wir so lange zusammengeblieben. Okay, das war's. Also ich finde das nicht, das ist irgendwie was ganz Neues mit diesen ektoplasmischen Entlassung war übrigens falsch. Entladung? Habe ich mich verlesen? Ne, das heißt Entlassung, es ist aber eine Entladung. Und eine Trophäe, die man aber irgendwie verbraucht anscheinend. Da hinten ist X-Uta. Na, wir gehen mal erstmal das Ding holen, bevor wir zur nächsten... Erstmal wollen wir uns den Weg schreien, das ist viel wichtiger. Alles klar. Die Quest hier lassen wir erstmal stehen, weil das ist das nächste Gebiet, Seni. Die den Weg schreien der Dunmeer sind so trocken wie ihr Land. Hier ist ein blaues Buch. Ah ne, eine Rune. Ich hab's nur blau leuchten sehen.
Also was diese Entlassung, Entladung, wie auch immer sie denn jetzt heißen mag, sein soll, habe ich echt nicht kapiert. Auf jeden Fall sind hier Schröter. Den Wegschrein von Seni haben wir. Schade, dass wir jetzt in die Quarmerhöhle gehen. Da gibt es immer richtig viele Kisten für Nahrungsmittel. Aber meine Tasche ist voll. Also fast voll. 3 Plätze habe ich noch. Mal gucken, ob hier gerade eine Gruppe ist. Da ist gerade einer. Hier ist nämlich ein Bosscamp. Ne, der wartet nicht. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Ach, scheiße. Ja, hier ist nämlich das Twist-Schwarm-Nest. Der hat den gerade gekillt, scheiße. Und alleine werden wir den wieder nicht schaffen, glaube ich. Nee, lass es lieber. Ja, wir lassen es auch lieber. Also es gibt verschiedene Boss-Camps in jedem Gebiet. Die sind auch immer, also die haben auch immer verschiedene Taktiken. Das sind halt kleine Bosse. Also die schafft man mit einem vernünftigen Heiler und einem vernünftigen Tank. Dadurch, dass wir aber erst Level 8 sind, sind wir weder vernünftiger Heiler noch vernünftiger Tank. Deswegen ist das ein bisschen schwer. Aber später kann man das schaffen, aber dann gibt es halt welche, die da kommt halt ein Boss mit 1000 Ads, dann kommen 1000 Ads und danach kommt der Boss. Also es ist immer verschieden, je nach Bosscamp und da muss man so ein bisschen aufpassen. Sollten wir nicht ein Ei suchen? Ach nee, das Ei hängt hier in diesen Pilzen drin, ne? In der Quarmerkappe, mal gucken. Quarmerkappe, das ist ein kleines Stück, da sind eine Quarmerkappe. Ne, wir sollten gar kein Quarmer-Ei suchen. Was habe ich denn mit Quarmer-Ei gelesen, bin ich nicht doof? Oh, jetzt mögen sie uns. Sehr sogar. Jetzt haben die Herrn Quarmer uns lieb. Mal, oh je. Alle Platz, ihr Schweine. War nur ein Panzer bei. Also seht, hier sind überall Kisten. Du jetzt die Entladung gefunden? Ah ne, du hast jetzt wahrscheinlich so ein Glibberzeug gefunden. Nee. Das habe ich nämlich auch gerade gelesen. Alle Quarmer lassen jetzt das fallen. Alle Geister lassen jetzt diese Entladung fallen. Entlassung, wie sie hier heißt. Ist wahrscheinlich nee, das waren so. Nur Handschuhe und wollte gucken, was sind. Aber die habe ich da schon getragen. Genau, die werden. Ja. So. Ihr seht, die Quarmer mochten uns nicht. Aber das habe ich auch erst im Nachhinein rausgefunden, dass man hier gar nicht regulär hinkommt sonst. Loresa? Habt ihr die Quarmerkappe? Ja, hier ist sie. Ich werde sie nicht berühren. Noch nicht. Bitte bringt jedem meiner Schüler ein Stück. Sie wissen, was zu tun ist und sie sind bereit. Trefft mich danach am südlichen Musterungslager. Ich google jetzt mal nach der Entladung. So. Was muss getan werden? Krieg hat dieses Land verwundet. Jetzt sind wir an der Reihe, Opfer darzubringen, damit die Ebene heilen kann. Meine Schüler begreifen dies und sind sich der Gefahr bewusst. So, jetzt ist mein Headset wieder weg. Ich glaube, aber sie hat zu Ende geredet. Ja, ich glaube, ich verstehe. So, wir sollen... Ach, Gamkuriam. Den hatten wir ja gerade schon. Können wir aber noch mal gucken, ob da oben gerade einer steht. Nope. So. Gamkur steht da gerade zu. Gut. Gehen wir erstmal zu dem hin. So, ihr seht jetzt auch, die Geister mögen uns. Also sie sind neutral. Also wenn wir sie angreifen, greifen sie uns an, aber sie sind jetzt nicht mehr aggressiv. Bei den Quarmer war es gerade andersrum. Ganz cool. Willkommen, Reisende. Die Quarmerkappe. Wisst ihr, was passieren wird? Ja, mein Körper wird vergehen. Aber meine Seele wird zu einem dieser Bäume hier. Das Land wird wieder erblühen. Bitte gebt mir den Pilz. Bitte sehr, ganz cool. So, und dadurch, dass die... Argonia mit dem Histbaum und dadurch mit der ganzen Natur Tamriels verbunden sind, können sie sich auch einfach opfern und in Pflanzen übergehen. Und die opfern jetzt quasi ihre Lebenskraft, um auf ewig, ich weiß nicht, ob es eine Ehre ist oder ob die dadurch gefoltert werden, quasi sich selber geißeln, um den Pflanzen hier wieder Kraft zu geben und diese vertrockneten Vulkanlande neu erblühen zu lassen. Das weiß ich wirklich nicht. Wäre aber mal interessant zu wissen, ob die wirklich jetzt da die ganze Zeit
oder ob denen es da auch gut geht. Der nächste. Vor mir mitten in den Lavasee. Bereit, um Reza zu unterstützen. Ich habe die Quarmakappe. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja. Und ich bin dankbar. Wenn wir uns in der nächsten Welt. Der leuchtet übrigens immer so, wenn Domi ihm die Kappe gibt. Wie wunderschön das Land geworden ist. Findet Frieden, Utterdeck. Utterdeck. So, also ihr seht, die fangen immer so silber an zu leuchten, wenn man die Quarmakappe gibt. Die leuchten immer zweimal. Einmal, wo Domi denen die gibt. Aber ich muss sie ja selber abgeben. Nicht, dass sich einer wundert.